Ich teste das McDonald's-Frühstück. Das Ergebnis siehst du nach dem Intro. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonald's verpassen. Ich hoffe, ihr seht es mir ein wenig nach. Ich klinge noch ein bisschen erkältet, aber ich wollte das McDonald's-Frühstück jetzt unbedingt mal testen. Wir alle wissen, dass es bei McDonald's Frühstück gibt. Doch seien wir ehrlich, die wenigsten von uns haben es bisher probiert. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, früh morgens zu McDonald's zu gehen, der im Übrigen verdammt leer war. Aber ich bin sehr gespannt auf die kulinarischen Köstlichkeiten, die ich so zuvor bei McDonald's noch nie getestet habe. Wir haben den Hash Brown, den McToast, den McMuffin, den Bagel Schinken Käse und ein McWrap mit Rührei. Aber legen wir einfach mal los. Ja, los geht es mit dem Hash Brown. Gibt's bei McDonald's zum Frühstück für 1 Euro. Ist quasi ein Kartoffelpuffer und dieser schmeckt so. Ist auf jeden Fall sehr fettig. Kann man sich auf jeden Fall geben, nur davon satt werden wird man jetzt bestimmt nicht. Ich würde dem Hash Brown 5 von 10 Punkten geben. Weiter geht es mit dem McMuffin Fresh Chicken. Mit einem Chicken Patty ist auf jeden Fall sehr deftig zum Frühstück. Okay, der ist ja richtig lecker. Der ist richtig, richtig lecker. Ich finde den viel besser als den McChicken. Und der McChicken, der ist schon göttlich. Richtig genial. Wirklich mega, mega gut. 9 von 10 Punkten. Oh mein Gott. Der ist genial. Weiter geht es mit dem Bagel Schinkenkäse. Einfach ein Bagel mit Schinken und wie winzig der ist. Auf der Webseite ist so ein riesen Bagel abgebildet und das kommt raus. Aber richtig komisch, dass sowas hier von McDonald's ist. Sieht irgendwie falsch aus. Umso mehr bin ich natürlich gespannt. Das erinnert mich so ein bisschen an den belegten Bagel, aber von einem schlechten Bäcker oder von so einer schlechten Autobahnraststätte. Ich würde dem Bagel 6 von 10 Punkten geben. Also mich überzeugt er nicht. Was ist das denn? Der McToast, einfach ein Toast. Also hier, da würde ich an alles denken, aber ganz sicherlich an McDonald's. Erinnert mich an ein typisches Pausenbrot. 2 Toastscheiben und da drin ist halt einmal Schinken und Käse. Also das hier ist nichts Krasses. 4 von 10 Punkten. Und zu guter Letzt der McWrap Rührei, Ham und Cheese. Ich bin ja ein großer Fan von den Wraps, aber mit Rührei, das ist auch für mich exotisch. Aber ich bin sehr gespannt. Okay. Interessante Kombination auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so meins, aber lecker war er trotzdem. Deshalb würde ich dem Ganzen auch 7 von 10 Punkten geben. Ja, das war's auch schon mit dem McDonald's-Frühstück. Was ich so ein bisschen vermisst habe, war irgendwie was Süßes. Klar, man kann sich das Buttercroissant vom McCafé mit Nutella bestellen, aber irgendwie so eine warme Blätterteig-Nutella-Tasche. Das wäre doch mal genial, McDonald's. Und das war's auch schon mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag. Und bis bald.